Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen BAVMO-Video. Heute gibt es das Video aus unserer neuen Rubrik BAVMO Auto News. Wie ihr sicherlich schon aus dem Namen entnehmen könnt, gibt es in dieser Rubrik alle aktuellen Wochen-News aus der Autowelt. Die großen Themen dieser Woche: der neu vorgestellte BMW M2, der legendäre RS6er Van von John Olsons, Volvos fulminantes Comeback mit dem S60 Performance Arm Polestar in die WTTC und der Ford Focus RS. Bevor es jedoch losgeht, würden wir euch bitten, unseren YouTube-Kanal jetzt kostenlos zu abonnieren. Denn nur so verpasst ihr kein Video mehr und seid immer auf dem neuesten Stand. Also Leute, bleibt dran, jetzt geht's los. Dieses Video wird euch präsentiert vom BAVMO Online Shop, der Shop für automotives Merchandise rund um eure Lieblingsautomarken. Jetzt klicken, www.bavmo.de. Premium Quality, made in Germany. Sehnlichst erwarte der BMW M2. Den Nachfolger des 1er M-Coupés präsentierte BMW vergangene Woche. Es ist der brandneue BMW M2. Das kleine Power-Coupé kommt mit 370 PS und bärenstarken 465 Newtonmetern daher und bietet RS3 und Co. die Stirn. Unter der Haube des M2 werkelt ein weiterentwickeltes N55-Triebwerk von BMW mit Twin-Scroll-Turboladern. In dem aufgeladenen 3-Liter-Motor wurden sehr viele Komponenten vom BMW M4 verwendet. Dazu gehören zum Beispiel die geschmiedeten Kurbelwelle, die Kurbelwellen-Hauptlagerschalen, die Hochleistungszündkerzen und vieles mehr. Nicht nur bei der Mototechnik gab der große Bruder dem Kleinen etwas mit auf den Weg, auch in Sachen Vorder- und Hinterachse bedient sich der M2 beim M3 und M4. Der Kraftprotz weist ein Leistungsgewicht von 1495 Kilogramm auf. Den Sprit von 0 auf 100 schafft der M2 mit dem DKG-Getriebe in nur 4,3 Sekunden. Auch optisch hat sich außen und innen vieles getan. Insgesamt kommt der BMW M2 an der Vorderachse 55 mm und an der Hinterachse 80 mm breiter. Dicke Backen, aggressiv gestylte Schürzen, 4er Auspuffanlage, serienmäßige 19 Zoll Felgen, gelochte Bremsscheiben, Carbon, Leder und Alcantara, wohin das Auge reicht. Auch preislich überzeugt der kleinste M-Power-Vertreter. Der M2 ist ab 56.700 Euro erhältlich. Wie findet ihr den BMW M2 eigentlich? Hat BMW diesmal alles richtig gemacht oder ist es zu viel des Guten, weil es auch eine M2 35i getan hätte? Schreibt eure Meinungen in die Kommentare. Legendärer Audi RS6 geklaut und abgefackelt. Wie wir diese Woche auf unserer Facebook-Seite berichteten, wurde der Kult RS6 von John Olsons im Wert von 400.000 Euro geklaut und anschließend abgefackelt. Laut Zeitungsbericht hatte Olsons den Wagen einem Filmteam für Dreharbeiten zur Verfügung gestellt. Bei einem Tankstopp der Filmcrew kam es dann zum Zwischenfall. Ein VW-Bus fuhr aufs Tankstellengelände. Es stiegen laut Zeugenaussagen zwei bewaffnete Männer aus, die die Filmcrew bedrohten und die Herausgabe der Schlüssel erzwangen. Die Täter konnten ohne weiteres flüchten. Gegen 2:30 nachts ging bei der örtlichen Polizei ein Notruf über einen Fahrzeugbrand in einer Tiefgarage ein. Wie später klar wurde, handelte es sich bei dem brennenden Fahrzeug um den RS6 von John Olsons. Warum die Täter das Fahrzeug anzündeten, hatte wohl folgenden Grund. Olsons stattete den Wagen mit einem GPS-Keycard-System aus. Diese Keycard befand sich noch bei der Filmcrew. Die Filmcrew konnte also das Auto per GPS offline schalten, so dass er nicht mehr anging. Um ihre Spuren zu verwischen, blieb den Tätern wohl nichts anderes übrig, als das Fahrzeug anzuzünden und zu verschwinden. Wirklich schade um das Auto. Was haltet ihr eigentlich von dieser ganzen Geschichte? Ein 400.000 Euro teures Auto klauen und einfach so anzünden. Denkt ihr, der Besitzer wird einen neuen RS6 aufbauen? Schreibt eure Meinung in die Kommentare. Gelungenes Comeback. Volvo gab diese Woche mit dem S60 Performance Arm Polestar die Rückkehr in die WTTC bekannt. Im Jahre 1985 gewannen die Skandinavier mit dem Stahlkasten Volvo 240 Turbo die ETC und die DTM. An diese Erfolge will Volvo nun anknüpfen und stellt den Nachfolger des erfolgreichen 240 Turbo vor. Als Basis dient ein Volvo S60 Polestar TC1 mit einem 1,6 Liter Vierzylinder Turbomotor mit 400 PS Leistung. Spoiler, Schürze, Flügel. Alles, was das Herz begehrt. Dank der Stahlcarbon-Karosserie kommt der S60 auf ein Leergewicht von 1100 Kilo und könnte den Fahrzeugen in der WTTC gefährlich werden. Wir sind jedenfalls gespannt, wie Volvo sich schlagen wird. Was meint ihr, hat Volvo überhaupt eine Chance bei der WTTC oder sind sie direkt nach 2-3 Saisons wieder draußen? Eure Meinungen in die Kommentare.
Neuer Hoffnungsträger. Auch Ford stellte vor kurzem sein Alpha-Tier in der Kompaktwagenklasse vor, den Ford Focus RS. Es hat sich viel geändert an dem RS. Der 5-Zylinder aus Volvos Regal ist nicht mehr weiter das gefragte Triebwerk für den Hyperfocus. Nein, vielmehr werkelt nun ein neu entwickelter 2,3 Liter 4-Zylinder-Motor mit Twin-Scroll-Turboladern unter der Haube. Der Focus RS leistet 350 PS und bringt bis zu unglaubliche 470 Newtonmeter auf den Asphalt. Dank des neuen Allradantriebs beschleunigt der Focus in 4,7 Sekunden von 0 auf 100. Optisch hat sich auch etwas getan. Aggressive Schürzen, 19 Zoll Felgen, Heckflügel und Diffusor sorgen für ein offensives Auftreten. Auch im Innenraum glänzt der RS mit originalen Recaro Sportsitzen, Ladedruck, Öltemperatur, Öldruckanzeigen und einer sehr guten Materialwahl und Verarbeitungsqualität. Performance-technisch muss man sich vom Focus definitiv in Acht nehmen. Der neue RS wurde nämlich zusammen mit Camblog in Sachen Fahrdynamik abgestimmt. Wer jetzt Interesse an dem neuen Ford Focus RS hat, kann ihn für einen Preis ab 39.000 Euro bestellen. Voll ausgestattet kostet der Focus ca. 46.000 Euro. Das ist ein sehr guter Preis für einen Focus mit echten Rallye-Sport-Gen. Aber was meint ihr? Ist der RS mit dem ganzen Motor- und Antriebskonzept gelungen? Ist Ford den richtigen Schritt gegangen? Schreibt eure Meinung unten in die Kommentare. Es würde uns wirklich sehr interessieren. So Leute, das war's für diese Woche mit den BAVMO Auto News. Wir hoffen, euch gefällt unsere neue Rubrik und würden uns über einen Daumen hoch freuen. Wenn ihr kein Video mehr verpassen wollt, dann abonniert jetzt kostenlos unseren YouTube-Channel. Besucht uns auch auf Facebook und auf unserer Internetseite. Alle Links sind wie immer in der Beschreibung. Wenn ihr unsere vorherigen Videos verpasst habt, dann bleibt dran. Gleich könnt ihr sie in der Endcard anklicken. Also Freunde, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Eure BAVMO Crew.